Und so, meine lieben Freunde, erleben wir bereits im zweiten Part eine Stelle. Warum? Was bist denn so nervös? Ist doch gerade keiner da, außer ich. Willst du mich erschießen? Ja, direkt im zweiten Part das erste Mal. Ach, da kam er hin, rüber. Das erste Mal direkt Probleme gehabt. Das war aber auch eine echt hässliche Stelle und irgendwie sehr komisch. Aber okay, wir haben es geschafft letztendlich. Das will ich danach auch hoffen. Glück im Sinne von was? Dass wir Tageslicht wieder mal sehen. Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da, die huldigen dem Ding, wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar, El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold, es war das hier, es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Klar, folgen wir einer 400 Jahre alten Spur. Aber klar, kann man machen. Hier ist also eine Goldstatue gewesen. Ich sage ja lieber Statue statt Statue. Finde ich irgendwie komisch. So, so, eine Goldstatue. Also El Dorado ist nicht die goldene Stadt, sondern die goldene Götze. Die Götze des Anubis. Nein, natürlich nicht. Mal sehen, was für eine Götze es ist. Wir werden den Spuren einfach folgen. Dann werden wir jetzt eine lange Reise nach Spanien machen. Also, durch Spanien, meine ich natürlich. Habt ihr irgendwie Gold bei euch oder so? Nein? Ihr chillt eher so. Ah, hier hören sie auf. Na toll. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Tja. Gute Frage. Wie sollen wir jetzt in der 400 Jahre alten Spur folgen? Indem wir einfach den Weg gehen? Klingt einfach. Ist aber vielleicht die Lösung. Oh, das sieht so schön aus, finde ich. Oh. Also, hier mit dem Sonnenaufgang. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Wow. Holy. Okay, das ist krass. Ab zum Schiff. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Vielleicht finden wir auf dem Schiff ja das ein oder andere Schmuckstück. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ja, ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ja, besser, wenn irgendeiner das Tagebuch hat, dem wir vertrauen, anstatt dass es vielleicht für immer vorbei ist. Oh, Kapitel 3, Part 3, ein überraschender Fund. Hep. Also werden wir hier wohl etwas entdecken. Ah, ich kann hier vielleicht rein. Au. Oh, volle Kanne. Das können wir doch bestimmt besser. So, jetzt vielleicht ohne, dass wir da reinfallen. Ich kann mich auf dem Ding aber nicht bewegen. Ich kann mich überhaupt hier so gut wie mich gar nicht bewegen. Oder festhalten.
Kann ich mich hier wenigstens festhalten, dass ich mich da so ein bisschen langhangeln kann oder so? Vielleicht muss ich auch unterirdisch. Also vielleicht muss ich auch im Wasser erst. Vielleicht geht's auch übers Wasser rein. Hier hinten oder so. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die ich jetzt mal verfolgen werde. Ja, irgendwie hier hinterm Wasserfall oder so. Ich kann nicht durch den Wasserfall schwimmen. Doch, kann ich schon. Wollte schon sagen. Meinen Eingang sehe ich jetzt aber hier trotzdem nicht. Kann ich hier rauf vielleicht? Vielleicht versuchen von oben? Nee, ich kann hier nicht hoch. Ich darf hier nicht hochspringen. Ah, guck mal, da hinten geht's doch irgendwo lang. Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Ja, genau sowas dachte ich mir schon. Ich muss schwingen. Ah, okay, cool. Sehr schön, das hat wunderbar funktioniert. So, ich vermute mal, da oben geht's weiter, ja. Na komm, trau dich, Nate! Schön. Oh, einfach herrlich. Oh, ich werde so sehr das neue Tomb Raider spielen müssen. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal spielen wir Uncharted. Ja, ist ja mega gut, was der Junge hier macht. Komm, ah, wollte schon sagen, nee, so hoch kommt er dann natürlich nicht. Also, so ganz übernatürliche Kräfte hat er dann doch nicht. Hey, pass da oben auf, da geht's tief runter. Oh, Herzinfarkt. Ja, da geht's in der Tat tief runter. So, und nu? Du Scheiße, wo er hin muss? Hier runter? Wow. Nein! Boah, krass, wo er sich gerade noch so hat festhalten können. Ich dachte, das war es schon wieder. Wir sind auf dem U-Boot, ist ja schon mal nicht schlecht. So, und jetzt gucken wir mal, wie es der Crew geht, hä? Nate, bist du gegen Tetanus geimpft? Haha, sehr witzig. Und ab die Post. Okay, genau. Bin drin. Greif schon mal zur Waffe. Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Und Blut und Suppe? Vielleicht eine Blutsuppe? Jetzt hat man noch mit dem Analogstick arbeiten. Sehr schöne Interaktionen hier. Boah, wie krass so ein U-Boot ist, ey. Was ist das denn? Uah. Ja, der ist übel zugerichtet. Lecker. Münzen. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Na, hoffentlich steht der nicht auf. Nein, keine Zombies in einem realistischen Spiel, schon klar. Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Ja.
mega spannend, finde ich's. Richtig geil gemacht. Und was finden wir noch? Na, jetzt geht's aber tief rein. Vorsicht, Nate. Ich finde die dynamische Kamerawechsel so geil gemacht. Gemütlich. Aber ich sagte ja bereits zu Beginn des ersten Parts, Naughty Dog ist halt einfach einer der geilsten Entwickler der Welt. Scherben. Aber wohl keine Spielscherben. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Ach, was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Hat er doch was in der Hand, jawohl. Gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Ach, scheiße, na klar passiert irgendwas mit Sully. Los, schnell. Lass uns hier irgendwie einen Weg rausfinden. Ja, nee. Das ist wohl nicht gut. Ist das eine Fliegerbombe oder was? Holy shit. Eine fucking Fliegerbombe. Oh. Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, Hund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake. Das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Was?
Boah. Haltet ihn! Fuck, Alter! What the fucking fuck!